Ja, es freut mich natürlich, dass mein Engagement honoriert wird. Ich bin froh und ich bin auch schon ein bisschen stolz darauf, dass ich den Verein von mir überzeugen konnte und jetzt einfach ja, noch ein weiteres Jahr dranhängen kann. Und ich freue mich jetzt bis 2019 am Bölle aufzulaufen. Man merkt hier, es ist sehr familiär, es ist einfach es herrscht ein sehr, sehr familiäres und gutes Klima. Und das macht auch den Verein aus. Man fühlt sich vom ersten Tag an super aufgenommen. Ich glaube, den Neuzugängen geht es genauso wie mir im Winter. Und ja, das macht es einfach besonders und macht auch besonders Spaß, dann mit allen zusammenzuarbeiten und dann hoffentlich auch Erfolg zu haben. Ich merke, es wächst was zusammen hier und wir sind auf einem super Weg und deswegen möchte ich gern Teil von dem Projekt sein. Man merkt es hier sofort, also ich habe das auch schon letztes Jahr in der Rückrunde gemerkt, diese Begeisterung, das war nicht selbstverständlich, man ist eigentlich abgeschlagen Letzter und man wird jedes Heimspiel wird man nach vorne gepeitscht und gefeiert von seinen Fans und das ist einfach sensationell. Ich glaube auch, dass das einmalig ist im Fußball in Deutschland und deswegen ja, freuen wir uns besonders drauf, jetzt am Samstag erstes Spiel zu Hause zu spielen. Wir fühlen uns super vorbereitet, wir sind auf alles eingestellt, wir sind auch topfit. Und ja, ich hoffe, wir können das am Samstag dann gleich im ersten Spiel, zum Glück auch zu Hause. Vor unseren Fans können wir es zeigen, was wir drauf haben, was wir uns auch antrainiert haben jetzt in der harten Vorbereitungszeit. Und wir sind natürlich alle jetzt schon heiß drauf, am Samstag um 15:30 Uhr aufzulaufen.